Es geht ja um die Werkstatt Digitaler Schnitt hier an der Hochschule für Bildende Künste. Und hauptsächlich ist die Werkstatt natürlich eine Produktionswerkstatt. Das heißt also, die Studenten kommen mit mannigfaltigen Projekten aus unterschiedlichen Studienschwerpunkten und Projektzusammenhängen und natürlich immer sehr individuell verschieden, um dann hier in der Werkstatt entweder ihr Projekt zu schneiden oder zu vertonen oder irgendwie mit Effekten oder anderen Formen der Bearbeitung auf der Zeitebene entsprechend umzusetzen. Von klassischer Videoinstallation, in der vielleicht bestimmte Dinge hier vorproduziert werden, also White Cube, Stichwort Installation oder Projektion, bis natürlich zum ganz klassischen Spielfilm. Die Montage ist ja im Prinzip etwas, was eine sehr hohe Gestaltungsanforderung mit sich bringt. Also ich muss mich permanent entscheiden, was kommt rein, was kommt raus, irgendwie, was kommt neu hinzu. Es werden nicht nur zwei Dinge zusammengesetzt oder drei, sondern es gibt viele, viele, viele Szenen. Und die alle in dem Zeitkontext sich gegeneinander behaupten, verschieben, sich aufeinander beziehen. Und das ist von daher natürlich ein sehr, sehr komplexes Geflecht. Dann kommt natürlich noch die Postproduktion mit Effekten dazu. Dann kommt noch die ganze Realisierung von einer Farbkorrektur, das heißt also am Look des Filmes arbeiten. Dann bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen, die große Arbeit in den unterschiedlichsten Facetten der Tongestaltung. Ich weiß, aber wie soll ich das erklären? Das ist mein. Und im Kleinen sind es vielleicht erstmal Aufnahmen jetzt in der Sprecherkabine. Im Großen kann das natürlich sein, dass jemand sein Filmprojekt zum Beispiel übertragen möchte, dann von dem Schnitt, klassischen Schnittsuiten hier in das Pro Tools-System, um dort eben halt viel intensiver auch in die Vertonung einzusteigen. Auf der einen Seite eben halt ist die ganze Werkstattarbeit, die Projektarbeit, dann natürlich die Kursarbeit. Und soweit es die Zeit oder meine Zeit zulässt, auch natürlich gerne nochmal die Seminararbeit. Das heißt irgendwie das Vorbereiten von Seminaren, die sich dann natürlich auch explizit mit dem Thema Montage auseinandersetzen. Weil das ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Feld, gerade so gerade in der künstlerischen Ausbildung, das heißt also die Filmsprache, die man dann natürlich gerade wieder im Schnitt, also hier direkt in der Arbeit, gebrauchen kann oder gebrauchen muss, um entsprechend erzählerische Kontexte zeitbasiert zu formulieren, die dann wiederum etwas erzeugen, was hinterher als filmische Form zu bestaunen ist. Also eigentlich sind immer die zähen Geschichten, also eigentlich auch schöne Geschichten. Also Studenten, die einen bis zur Weißglut gebracht haben, ja, Projekte, an denen man wirklich fast verzweifelt ist, die man auch natürlich mit nach Hause nimmt. Ja, man macht ja nicht die Tür zu und das war's, sondern man ist eigentlich ja immer mit Engagement dabei. Und wenn hinterher im Final Cut oder so unserer Abschlussveranstaltung dann das fertige Abschlussprojekt dasteht, dann steht natürlich im Off sozusagen irgendwie alles, was irgendwie nicht geklappt hat oder entsprechend dann irgendwie vielleicht ein sehr schwieriger Prozess war. Aber dann sieht man eben halt die Perle, die Perlen, die sich an dem Filmprogramm dann eben halt aufreihen. Und ja, das ist schön.